Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal, euer Wiki ist wieder vor euch im Start. Wir gehen wieder rein in den Tag, hoffentlich sage vielen lieben Dank an euch alle. Die ersten drei Videos haben, ja, irgendwas um die 1000 Aufrufe zusammen, das freut mich, das ist wirklich schön. Vielen lieben Dank für eure ganze Unterstützung. Und natürlich, wenn ihr das Projekt feiert, ihr wisst ja, abonnieren und so weiter. Alles, ja. Wir müssen von den letzten Quests noch abholen. Unsere ganzen Belohnungen. Nein, das will ich nicht. Die haben wir, Jäger haben wir freigeschalten das letzte Mal noch. Genau. Im Hideout. Gibt es was Neues? Das weiß ich gerade nicht mehr. War jetzt eine Woche lang nicht mehr im Computer. Ich habe eine Woche voraufgenommen. Müssen wir mal kurz reingucken. So, nee, ist immer noch der gleiche Stand, genau. Wir haben das. Wir brauchen die Workbench. Das wäre jetzt richtig wichtig. Wir müssen unbedingt Bolts finden. Dann habe ich für euch das Spiel einen Tick lauter gemacht, weil im Nachhinein, wo ich die Aufnahmen angehört habe, war es mir meines Erachtens zu leise. Es haben Schritte, man hört die Schritte nicht so. Oder es lag nur bei mir im Browser, ich weiß es nicht. Genau, wir sind im Moment Level 6. Wir müssen ein anderes Scope auf die M4 tun. Und ganz wichtig, wir haben, da wir Level 5 erreicht haben, neue Dailies. Und wir haben 5 Scaffs auf Customs. Das ist, glaube ich, okay. Wir müssen, glaube ich, eh auf Customs. Oh, es gibt gutes Heilzeug, das ist gut. Zigaretten. Okay. Ah, nee. Ey, nicht. Auch Scaffs auf Customs, das ist okay. Ishkra, sehr gut. Exit to Location, Factory. Nee. Find and Transfer. Falls was ihr findet, ist okay, aber nicht jetzt gerade das Gelbe vom Ei, meines Erachtens. Was wollte ich? Genau, anderes Scope. Das wäre mir jetzt tatsächlich wichtig. Ich würde ja am liebsten irgendwie Arcade so spielen, damit wir die PSOs nutzen können. Aber die gehen nur an die... Ne, warte mal, der müsste doch eigentlich an die AK... Ja, an die UN geht sie ran, genau. Genau, an die UN geht sie ran und an die UB. Also das wären so Waffen, die ich demnächst mal vielleicht noch kaufen würde. Das mit der M4 schön und gut, aber ja. Und wir haben auch keine AK-Munition, aber du findest sie natürlich am meisten. Und jetzt, wie gesagt, bauen wir die M4 noch kurz um. Wir nehmen das Walter wieder und halt, gib her. Machen wir das andere Scope wieder drauf, dann würde ich mal sagen, passt das doch. So. Wo ist es? Hier. Das Cobra geht hier nicht an. Ne? Nee. Ja. Okay, dann können wir jetzt wenigstens vorne drüber gucken. Also für die, die es nochmal interessiert, hier seht ihr, was ihr alles dafür braucht. Mit spätestens, wenn wir Dings haben, ist besser. Mir fällt aber gerade ein, bin doch gestorben. Warum? Ach echt jetzt. Ich krieg die Sachen nicht, weil es out of time war. Am 21. Okay. Alles klar. Ach so, ja. Standard-Account. Natürlich, du musst die Sachen gehen früher flöten. Gut. Dann. Wir haben Quests. Ja. Wir müssen die Waffe finden. Das auch. Ja, gut, wenn wir eh das haben, mit ab auf Customs. Gehen wir eine Runde auf Customs. Es kann nur gut werden. Die VPO würde ich tatsächlich da lassen. Oder? Wir lassen sie mal da.
Das haben wir alles. Wir haben noch den zum Heilen dabei. Der Rucksack ist okay. Das bleibt da. Wir nehmen da nochmal was mit. Jo, kann nur gut werden. Ich hoffe nur, dass Partisan nicht mal wieder da ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Raid. So. Ja, nicht gerade der dümmste Spawn. Muss ich schon zugeben. Scavs werden wir bestimmt treffen. Das klingt nach Tanke. Wollte gerade sagen. Eigentlich sollten wir gleich ins Grafikkartenhaus gehen. In der Hoffnung. Hier ist halt echt nichts. In the movie. I've got a bad feeling about this. Da hat sich doch gerade einer Painkiller reingeworfen. Okay. Das könnte jetzt interessant werden. Wow. Ich will nicht sagen, dass ich erschrocken bin, aber wow, okay. Thorax Left Armpit. Ja, natürlich mit Schrot. Ich hab einen genadet. Schön. Der hat mich mit einem Schuss Gexa getötet? Einem? Ach so, ich habe nur eine Packer an. Ah. Okay, alles klar. Tja, dann gehen wir mal noch die Quest bei Skier ab. Das nehmen wir auch direkt mit. Wenn ich es annehmen dürfte. Danke. Okay, also. Man spielt auch keine Packer. Ich vergesse es immer wieder. Gut, die bei Jäger abgeben gleich. Und ich rüste mich jetzt mal aus, überlege mir, was ich mit den Waffen mache und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, wir gehen jetzt in absolut interessanter Manier rein. Wir haben Tapestry PP19 mir geholt. Ich hole nochmal einen Mac dazu. Wir haben mit dem großen Magazin Hammer AP63 drin, wo wir ja gefunden haben. Ich hätte ja am liebsten noch hier einen Laser rangepackt, aber ich kann vorne gerade noch nichts anderes kaufen. Und in dem Fall würde ich sagen, probieren wir nochmal Customs. Es kann nur schief gehen. Wir haben Razer-Kopfhörer auf. Das kann nicht geil werden. Und danach gehen die From Zero to Hero Versuche dann los, wenn wir jetzt nochmal sterben, weil dann haben wir nur noch Pistolen und eine Mosin. Ja, und die VPO, stimmt. Jadala. Kann nur gut werden, ich bin gerade auch aus Versehen noch auf den Blizzard Launcher gekommen, das kann nur gut werden. Also in diesem Ding kann ich nicht hin und her switchen, wir sind hier oben direkt. Ich gehe mal zur Radarstation. Ich hoffe einfach, dass Partisan nicht da ist, weil den habe ich hier jetzt schon ein paar Mal eigentlich getroffen. Richtig blöd wird es jetzt halt, wenn es auf die Nähe geht. Ich hätte vielleicht auch ein anderes Scope drauf machen sollen. Sowas zum Beispiel, nee. Die würde ich mitnehmen, die Scaff-Weste. Ach, das ist so doof. Okay, darf man da auch was reintun? Das gibt Geld. Ich hoffe auf Heilung. Okay, damit kann man wenigstens arbeiten. Das ist okay. Vorsichtshalber halt nur. Es ist aber sehr ruhig. Ich muss kurz Blizzard zumachen, entschuldige. So. Konnte man hier... Nee, du kannst hier nicht rein und raus zoomen. Du kannst das aber... Ich dachte eigentlich, du kannst das tatsächlich auch irgendwie noch umstellen. Ging das nicht auch? Also, dass man das auf Rot haben kann, das meine ich damit. Wie gesagt, mir gefällt es eigentlich nicht, dass es so ruhig ist. Ja, das Scope ist viel zu extrem. Okay, das Scope ist definitiv nicht meins. Ah. Los, loot deinen Kollegen. Wie gesagt, mich machen so ein, zwei Sachen gerade doch sehr stutzig.
Aber es liegt vielleicht doch am Razer. Das hätte ich auch noch gern. Was ist der andere in die Knie gegangen? Das ist wirklich viel. Oh, der hat eine Stotz, toll. So, wo ist jetzt unser Bushwookie? Bist du? Ach, da. Klar. Deswegen hasse ich 9x19. Willst du mich verarschen? Der ist schon so weit drüben. Das ist doch der Witz des Jahrhunderts wieder. Das nicht mehr. Weil es das, was hier so keucht, ich bin. Jetzt nicht unbedingt sagen, dass es gerade nicht läuft, aber. Nein, nein. Geh weg. Der hat eine AK, das wäre gut. Wo ist jetzt mein anderer Kollege da hinten? Also ich, nur zur Info für euch, ich hab grad, oh, gib das Ding her. Achso, kann ich nichts aufsetzen. Okay. Ich muss hier unbedingt weg. Die Presseweste würde ich trotzdem gern mitnehmen. Komplett Wumpe, was da jetzt drin ist. US, ja. Warum ausgerechnet jetzt ein Sniper-Scav? Okay, wir müssen jetzt einfach nur gucken, dass er rauskommt. Dann ist schon alles gut. Es marscht auch.
Okay, ich muss jetzt kurz gucken, dass ich da hinten in das Haus reinkomme. Leck mich da oben. Ach, fuck. Wo dürfen wir raus? Wir haben nämlich keine Arme, wir haben gar nichts. Trailerpark. Wir könnten gucken, ob wir Storms rausschaffen. Ah, da liegt er. Okay, so nicht. Die Munition ist der absolute Rotz. Nee. Okay. Nein. Ich wollte gerade sagen, bleib bloß weg von mir, Junge. Ah, das wäre jetzt perfekt. Okay, nee, komm. Lass mich los. Nein, 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 nein. Nein, das ist keine gute Idee. Das ist absolut keine gute Idee. Okay. Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht, ne? Ja, immerhin 7 Scavs, ne? Dafür alles verloren? HP, Slug. Alles nur von die. Puff. So. Ich bin frisch ausgerüstet. Das Scav-Gameplay geht los. Aber ich habe die Quest abgegeben. Wie es weitergeht nach diesen miserablen Runden, seht ihr beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, schreibt wunderschöne Kommentare. Und wenn sie noch für den Algorithmus sind, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Wiki sagt vielen lieben Dank und tschüssikowski.